Und da sind wir schon wieder zurück bei Doom 3. Wir sind mittlerweile immer noch bei dem Reaktor, hier bei dem Hauptreaktor. Die Frage ist, wo geht's denn lang? Ich weiß noch nicht so ganz genau, ich habe es noch nicht herausgefunden, weil ich das letzte Mal etwas planlos in der Gegend herumstand und auch in der Zwischenzeit nichts nachgeschaut habe, weil ich möchte mich ja nicht hier irgendwie durchboxen und so. Also durchboxen schon, aber halt hier direkt im Spiel und nicht auf andere Weise. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Warte mal, ich will noch mal ganz nach unten gucken. Ich glaube, da waren wir das letzte Mal, oder? Da unten? Ich meine, da unten, das sieht einigermaßen zu aus. Aber man weiß ja nie. Vielleicht ist es ja auch so zu, dass das nur eine Ablenkung ist oder so. Es ist offen. Dann hat das rote Licht an der Seite nichts mit dem grünen Licht an der Seite zu tun. Hm. Alles klar, hier haben wir nichts. Hier haben wir einen Fahrstuhl, der kaputt ist. Das ist schön. Ich möchte mich aber trotzdem nicht mit diesem Fahrstuhl identifizieren. So. Hier ist auch nichts. Ich meine, hier waren wir ja überall schon, von daher ist... Ich weiß nicht genau. Ne? Ich meine, die Möglichkeiten sind begrenzt. Wir haben als Auftrag gerade noch... Fahre den Hauptreaktor im Phobos-Labor herunter. Die Frage ist, wie... Ich meine, herunterfahren klingt für mich, als ob man da irgendeinen Knopf hat, den man betätigen muss. Nicht, dass man da drauf schießt und dann ist das Ding kaputt. Das finde ich nicht, dass es herunterfahren ist. Wenn hier mal offensichtlich keine Knöpfe zu drücken. Ne, mal so gesehen. Auch wenn man denken könnte, ja, hier unten, Mensch, hier unten, da ist bestimmt der An- und Ausschalter. Ich meine, ich kann den Lift rufen, aber was habe ich davon? Da komme ich nur wieder hoch mit. Mehr habe ich da auch nicht von. Ich meine, ich kann nicht weiter runter. Da unten ist, da ist das Beton. Also wenn ich da noch weiter runter wollte, dann würde ich aber einiges kaputt machen wollen hier. Also jetzt mal wieder hoch. Lift reben. Natürlich. Waffen haben wir alle nachgeladen, ne? Ist alles ganz gut. Na, das haben wir noch nicht nachgeladen hier. Jetzt sind wir wieder hier. Das hat uns genau gar nichts gebracht. Verdammt. Ich weiß es nicht genau. Ich kann ja mal versuchen... Kann ich das? Ich dachte gerade, ich würde einfach damit raufschießen wollen, aber ich wüsste überhaupt nicht, an welcher Stelle ich das machen sollte. Piff! Piff! Nö. Total unbeeindruckend. Dann gehe ich eben wieder nochmal hoch. Ich muss nochmal auf der anderen Seite gucken. Vielleicht haben wir noch irgendetwas übersehen. Wahrscheinlich sogar. Hier, piff, kapuff. Das ist nur Licht, da passiert nichts. Nein, nochmal hoch. Ist ein bisschen blöd, dass es jetzt direkt am Anfang der neuen Aufnahme ist. Es ist nicht unbedingt sehr motivierend, sag ich mal. Hier waren wir ja auch schon. Hier mal gesperrt. Brückensteuerung, bla, Warnung. Ich meine, hier waren wir ja auch schon überall. Aber auch hier habe ich eigentlich keinen... nicht den einen Master-Knopf gefunden. Hier kommen wir auch nicht rein. Gibt es hier irgendwo einen Knopf? Ah, da. Nein, hier gibt es keinen Knopf. Wo könnte der nur sein? Ja, toll. Okay, haben wir das auch raus. Phobos-Reaktor-Energie 125%. Was? Das ist aber eine Menge. Kerntemperatur 1150 Grad Celsius. Stabtemperatur ist nochmal doppelt so viel. Dann mal weg damit. Ist aber schön gemacht. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Der Stab kühlt aber schnell ab. Wo kann ich denn die Lebenserhaltungssysteme abschalten? Kann ich jetzt einfach durch die Tür gehen? Ne. Warum ist sie dann so beleuchtet? Ist es... Will da einfach nur angegeben werden, dass da Licht vorhanden ist? Oder ist das jetzt hier nur die Notfallbeleuchtung anhand der Türen? Guck mal, wie aus das ist. Wie kommt man da hinten hin? Was haben wir denn da? Ich kann ja nicht mal ranzoomen hier. Aber was haben wir denn da hinten? Ich weiß gerade mal nicht. Wo sind denn hier die Lebenserhaltungssysteme? Sind die jetzt wenigstens mal da unten? Ich meine, das wäre ein bisschen komisch, weil da haben wir ja eigentlich schon alles abgeklappert. Da war ja nichts. Aber hier kann ich auch nicht lang. Hä? Muss ich da jetzt runter? Oder übersehe ich da hinten was? Ich gehe nochmal nach unten. Das scheint mir alles nicht sehr konsequent zu sein hier. Ich weiß es nicht genau. Aktivieren. Immerhin die ganzen Fahrstühle funktionieren noch. Ist auch schön. Zack. Da
ist ja auch nichts. Aber warum sollten hier irgendwelche Systeme sein? Ich meine, der war doch schon überall. Der ist doch nichts. Oder woanders kann. Also habe ich den Eindruck gar nicht, gerade mir nicht lang. Genau, hier ist wieder die Mitte. Hier ist aber auch nichts zum Anschalten und Ausschalten. Hier sind auch keine Systeme. Hä, bin ich jetzt blöd oder. Also ich will da jetzt keine ernsthafte Antwort drauf haben, aber mal so gesehen. Dann gehe ich halt wieder hoch. Hier Lift. Kommen Sie her. Kommen Sie ran. Mögen Sie mich begleiten. Ja, Lift, die Lifts. Wollen wir mal gucken. Irgendwo müssen wir ja dann hinkommen, wo wir noch nicht waren. Weil sonst hätte ich ja bestimmt schon einen Knopf gefunden für hier. Alles abschalten. Restlos. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, warum ich das überhaupt abschalten muss, das ganze Zeugs. Ob das irgendwelche persönlichen Interesse waren oder wie das gerade läuft. Können wir dann ja nochmal nachschauen. Hier, da steht aber auch nur, fahre die Lebenserhaltungssysteme im Phobos-Labor herunter. Ja, aber es ist... Ja... ne? Wo denn? Wie denn? Was denn? Soll ich das hier? Toll! Ne, herzlichen Dank auch. Wir sollen sowas sich angucken. Gut, ich bin gerade mal sehr verplant jetzt hier. Muss ich ja zugeben. Ich spreche auch nochmal selber. Das war automatisch gerade. Hier sind wieder Gegner. Ich soll mal rumkommen. Okay, kommt doch nicht rum. Alter, mal nicht ausweichen. So, geht das? Alles klar. Zack, bumm, weg. Auf jeden Fall hoch. Ich muss sagen, ich finde es sehr schön, dass die Stimmung etwas düsterer geworden ist, etwas bedrückender. Das war ja nicht immer so. Jetzt ist es halt, das hier fühlt sich schon eher wie Doom 3 an. Das andere davor, das war halt auch ein Shooter. Aber irgendwie dann doch nicht so recht. Also es war klar, es war ein Shooter, man hat rumgeballert. Aber es ist halt nicht wirklich original, sag ich mal. Und ein wenig, muss ich sagen, gehen wir durch die Typen auf den Senkel. Och, Kinders, hier, komm, zack. Machen wir es mal so. Bumm. 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 So. Ach, da ist auch noch einer. Hallo. Da kamen aber auch viele jetzt auf einmal. Hui! Flieg! Skelettor! Ach, das ist ein Hund. Hallo, Hund. 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 Versteckte sich einfach im Dunkeln. Eieiei, wir sind einigermaßen tot. Aber auch nur ein bisschen. Noch leben wir. Ja, 9 Leben. Ich meine, das ist noch eine Menge. Da kann noch einiges gehen. Sei denn, da kommt gleich irgend so ein Obermob und vermöbelt uns. Da kommen wir her. Alles klar. Ich speichere mal nicht. Wobei, da haben wir jetzt den Kumpel gleich. Die Geräusche gefallen mir schon mal nicht ganz so super. Das klingt nach irgendeinem Dämonenreich. Der räumt aber gut auf. Ich bin gerade noch ein bisschen vorsichtig, was das Leben denn betrifft hier. Falls man es nicht merkt. Aber ich glaube, da haben wir Neues. Alles klar. Alles klar. Ja. Achso, das ist gar nicht unser Kumpel, der daneben neben uns stand. Achso. Was da? Kommen Sie ran. Kommen Sie ran. Bam. Oh. Die Kleine macht es aber echt gut hier, das ganze Zeugs. Angenehm. Ihr sollt halt nur nicht sterben. Also wäre nicht so geil. Also nicht kaputt gehen. Ich meine, sterben ist schwierig bei einem Roboter. Aber ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich. Ich habe immer noch so wenig Leben.
siehst du mal, geht doch gut. Ich glaube, die Stelle hier wäre ohne die BFG Edition durch die andere Taschenlampe deutlich unangenehmer, weil man wieder mal nichts sieht. Aber das hier geht ja. Sehr gut. Wie viele wollen denn hier noch kommen? Hallo. Ja, man ist auch mal gut hier. Man kann es auch übertreiben. Das Ganze hier mit den 26 Leben hier die ganze Zeit. So, speichern. Das war, also heldenhaft nicht, aber es war, boah, war schon nett. Ich hätte trotzdem gerne mehr Leben. Vor allem, warum kann ich nicht einfach mit weiterkommen? Ich meine, da ist doch, man sieht doch, dass das Ding praktisch ist. Echt mal hier faule Socke. Einfach immer hinlegen. Ist doch Quatsch, der soll uns mal helfen. Fährt zu Ebene 2, Schleuse. Schleuse? Achso, man kann hier rausschauen. Ach. Mars. Wir können gleich wieder nach draußen. Wir müssen nach draußen. Alles klar. Ich hätte trotzdem gerne Leben gehabt. Aber wir können ja nochmal eben hier den Kollegen mit aufsaugen. Das wäre ganz sinnvoll. Aktivieren. Aktivieren. Muni. Da ist eine Sendezentrale. Ist, wo müssen wir, also wir müssen zum Delta-Komplex. So viel habe ich festgestellt, oder so viel weiß ich noch. Weil wir... Also weil unsere Wege in die Hölle zu kommen, sind etwas eingeschränkt. Deswegen müssen wir zum Delta-Komplex, weil dort funktioniert das anscheinend noch. So der Plan zumindest. So haben es uns Botschaften übermittelt, die sich PDA genannt haben. Oder auch nicht. Ach, sind wir schon da. Sind wir klein hier. Ist da noch eine Flasche? Ne. Kann ich da wieder rauf? Die Luft ist ungünstig. Ungünstig, sehr ungünstig. Au. Oh. 8 Leben wieder. Oh, ich wollte mich gerade noch rechts umdrehen. Da war noch so ein Lebensspender. Ach Mist. Ich meine, das hätte noch funktioniert. Ich hätte dann nur eine Sekunde früher draufklicken brauchen. Aber ist egal. Es ist zu spät. Wir können jetzt... Mit 26 Leben kommen wir da auf jeden Fall durch. Ich meine, es ist schwierig bei Spielen, wo man halt weiß, da kommt gleich irgendein fieser Boss. Da kommt irgendjemand oder irgendein großer Typ, der haut einem gleich mal sowas von die Hucke voll. Und man hat dann da irgendwie nur eine begrenzte kleine Anzahl an Lebenspunkten, wo man stellenweise irgendwie 5 bis 10 oder 20 Mal probieren muss, wie man dann eigentlich an dieser Stelle vorbeikommen kann. Wohin der Typ als erstes schießt, wo man dann ausweichen muss, damit er einen nicht trifft. Das hat man ja bei modernen Spielen, also bei modernen Shootern in der Form, dass man da keine Health Packs, das heißt, man keine feste Lebensanzeige hat. Das hat man ja nicht mehr. So, zu. Ah, schon wieder nicht. Oh. Das war die falsche Richtung, verdammt. Jetzt habe ich mich selbst fast umgebracht. Komm ran, Junge. Hahaha. Hättest du nicht mit gerechnet, ne? Ich schon. Wie viel Leben es auch da gibt. Ich hätte mal noch eine Schwierigkeitsstufe stärker stellen sollen, aber naja. Vielleicht beim nächsten Mal. Ist hier noch was? Da ist auch noch was. Muni-Rüstung. Das ist wie. Hier, mach auf. Schon wieder ein Fahrstuhl. Ich hatte den Eindruck, dass das ganze Forschungsgelände besteht aus Fahrstühlen und irgendwelchen Zügen. Ist die Lebenserhaltung abgeschaltet, bleibt nur wenig Zeit, den Teleporter zu aktivieren und nach Delta zu wechseln. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich bin mir mehr denn je sicher, dass Betrüger hinter der Sache steckt. Er versucht noch aus dem Grab verzweifelt nach der Macht zu greifen. Sie müssen dem ein Ende setzen. Ja, so gefällt mir die Atmosphäre doch schon gleich viel besser. Das ist doch direkt mal fast schon schön hier. Okay, bis auf die grafischen leichten Uneinstimmigkeiten da, aber sonst... Es ist bedrückender. Sicherheit versiege... Versiege?
Besiegelt? Ah, okay. Und cool. Hallo. Guten Tag. Bis jetzt habe ich keine Dingens hier, womit ich auf ihn werfen und schießen kann. Hä? Also, was einer schrieb von euch auch, das Artefakt, was wir dabei haben, das ist anscheinend, dass ich sich immer... Also ich meine, es gibt ja drei Jäger oder was auch immer das genau sind, die wir hier auf unserem Weg finden. Also drei dieser Zwischenbosse. Anscheinend können wir von jedem oder kriegen wir von jedem eine Fähigkeit dann übernommen. Das erste war anscheinend, dass wir die Zeit verlangsamen konnten. Weil das ging vorher ja noch nicht. Das zweite war, dass wir jetzt... Och, Kinos! Dass wir da jetzt hier mehr Schaden machen sollen, angeblich. Ich meine, es trifft ganz gut. Wenn man das mal so sieht. Eins, zwei und das Ding ist weg. Und dann fliegt das sehr schön. Ich meine, es geht schon. Also es ist schon... Oh, eins. Ich habe selbst keinen Schaden genommen. Aha. Klappt auf jeden Fall gut. Also es macht's tatsächlich noch einfacher.